wir haben es tatsächlich geschafft, hier was zu holen. Mit dem Unentschieden ist es uns gelungen, dass wir als Tabellenführer überwintern. Das hatten wir uns vor dem Spiel vorgenommen. Und ja, wie gesagt, das ist uns gelungen mit einer beherzten Leistung, wie ich finde. Natürlich war die Viktoria die über weite Strecken spielbestimmende Mannschaft. Wir hatten sicherlich dann diese Konterchancen, die wir hatten, hätten wir teilweise dann vielleicht auch noch ein bisschen besser, konsequenter, gerade in der ersten Halbzeit zu Ende spielen müssen. Weshalb wir halt eben leider nur 1-0 geführt haben und einmal auch der Pellatz ein Riesending gehalten hat, wo man einfach sieht, dass das einfach auch ein ehemaliger Profitorwart wohl ist, wo in der ersten Halbzeit eine super Chance von uns vereitelt. Ja, es war ein Topspiel. Es ist 1-1 ausgegangen. Aus meiner Sicht hätten wir einen Sieg verdient. Erste Halbzeit war das noch ausgeglichen. Mehr Ballbesitz und mehr Torchancen lagen auf unserer Seite. Haben auch den Elfmeter leider nicht reingemacht. Unterm Strich haben wir immer noch dran geglaubt, das Spiel zumindest drehen zu können. Wir haben auf den Unentschieden das drehen können. Zum Sieg hat das leider nicht gereicht, auch weil in der letzten Sekunde mit der Standardsituation aus 3-4 Metern den Ball nicht über die Linie gedrückt bekommt. Aber unterm Strich war das eine sehr gelungene Hinrunde. Auch das Spiel war ein gutes Spiel, Top-Spiel. Wir waren die bessere Mannschaft. Haben uns selber nicht belohnt, aber ich kann mit dem Unentschieden auch hier leben. Wie gesagt, über das ganze Spiel gesehen war die Viktoria sicherlich die spielbestimmende Mannschaft. Von daher geht das Unentschieden mit Sicherheit in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, ist es ein bisschen fragwürdig, wie das Unentschieden denn letztlich zustande gekommen ist. Der Elfmeter aus meiner Sicht hätte vorher auch ein Foulspiel für uns gepfiffen werden müssen. Dann wäre es gar nicht zu der Elfmetersituation gekommen. Ist dann ein bisschen schade, aber insgesamt überwiegt natürlich deutlich die Freude, dass wir hier mit dem Unentschieden es geschafft haben, als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen.